Herzlich willkommen auch von mir an unsere Gäste hier vor Ort und auch an unsere Gäste online bei Zoom. Mein Name ist Irina Ramestvensky. Ich freue mich sehr, heute unsere Diskussion hier zu moderieren. Und es ist eine große Ehre, für eine kurze Zeit von Katrin zu übernehmen. Ich hoffe, wir schaffen es. Heute haben wir ein sehr spannendes Thema. Die Veranstaltung heißt heute Gesellschaft im Krieg, die Ukraine im Zeichen der russischen Aggression. Und 7 Monate nach dem Beginn des Krieges, nach dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine, ist die Ukraine leider immer noch nicht aus den Nachrichten verschwunden. Allerdings steht im Fokus der Berichterstattung hier im Lande und auch in vielen anderen westlichen Ländern da natürlich stehen dann oft so Themen wie ja, kontroverse Waffenlieferungen in die Ukraine, Krise der globalen Lebensmittelkrise weltweit, die von der russischen Aggression, also von den Problemen vor Ort in der Ukraine angefeuert wird. Andere Themen, die eben für uns hier im Westen wichtig sind. Und heute wollten wir so ein bisschen das Thema umdrehen und über die Gesellschaft vor Ort in der Ukraine sprechen und das dann auch mit Menschen tun, die sich damit auskennen, weil sie die Aufgabe haben, die sich die wenigsten von uns, denke ich, wünschen, und zwar in die Ukraine zu fahren und über die Ukraine zu schreiben, während es da vor Ort nicht immer sicher und nicht immer schön ist, da zu sein. Heute freue ich mich sehr auf die Teilnahme von zwei ausgewiesenen Journalisten, die in der letzten Zeit sehr viel über die Ukraine berichtet haben. Und auf meiner rechten Seite ist Katrin Kalweit. Katrin hat Russisch und Politikwissenschaft in den USA, in Deutschland und in Russland studiert. Danach hat sie die Hamburger Journalistenschule abgeschlossen und seit 1989 ist sie Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung. Über die Jahre war sie auf viele verschiedene Themen spezialisiert und hat in verschiedenen Ressorts gearbeitet, also im Außen- und Innenpolitikbereich. 2012 bis 2017 war sie Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung für Zentraleuropa mit Sitz hier in Wien. Danach warst du, Katrin, weg nach London. Aber ich vermute, ich weiß nicht, ob das Wien war oder das Thema Zentraleuropa, aber das hat dich doch wahrscheinlich wieder an sich gezogen. Und seit, wenn ich mich nicht irre, seit 2020 erst, bist du wieder in Wien und berichtest wieder mehr über Zentraleuropa. Auf meiner linken Seite ist Ivo Mainzen von der neuen Zürcher Zeitung. Ivo ist gebürtiger Schweizer, in Zürich geboren, hat Soziologie und osteuropäische Geschichte studiert. Im Mai 2015 hat er seine Doktorarbeit an der Universität Basel abgeschlossen, in der es über politische und gesellschaftliche Rolle der Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion ging. Ivo hat verschiedenen Studien und Forschungsaufenthalten viel Zeit in den USA, in der Ukraine und auch in Russland verbracht. Und Mai 2015 arbeitet er als Redaktor für Mittel- und Osteuropa in der Neuer Zürcher Zeitung. Seit April 2019 ist er Korrespondent hier in Wien und schreibt über Österreich, Ungarn, Polen, Tschechien, über die Slowakei und, was nicht in deinem Profil auf der Seite der Zeitung steht, neulich auch sehr viel über die Ukraine. Muss man aktualisieren. Ist noch nicht so lange. Da unser Thema heute die Gesellschaft im Krieg in der Ukraine ist, möchte ich zum Anfang einfach ganz allgemein fragen, wie geht es denn den Menschen vor Ort? Was sind eure Eindrücke nach den Reisen in die Ukraine? Was habt ihr da gesehen? Wie geht es den verschiedenen Gruppen? Es ist natürlich klar, dass die Ukraine nicht eins ist und dass da verschiedene Menschen leben. Aber was waren so die ersten Eindrücke, Katrin?
Ich würde, bevor ich versuche zu antworten, gerne einmal sagen, ex cathedra über die Ukraine zu sprechen, während in diesem Raum sehr viele Ukrainer und Ukrainerinnen sitzen, ist natürlich Eulen nach Athen tragen und auch ein wenig peinlich. Also insofern, wir sind uns dessen bewusst und wer immer, die Ukrainer und Ukrainerinnen, die hier sind, sind herzlich eingeladen, ihre Erfahrungen, ihr Wissen zu teilen, weil ihr wisst mehr über die Ukraine als wir. Und ich möchte nicht, dass das eine Veranstaltung ist, die so aussieht, als wenn wir jetzt euch die Welt erklären. Das wäre ein falscher Ansatz und deshalb, wir werden erzählen, was wir erlebt haben, wie wir die Dinge sehen. Das sind sozusagen so völlig subjektive Erlebnisse, kleine Ausschnitte und wir freuen uns dann, die Diskussion zu eröffnen und auch Beiträge zu hören, nicht nur Fragen zu beantworten, sondern auch eigene Erlebnisse, eigene Eindrücke, weil ihr habt alle Kontakte nach zu Hause, ihr werdet alle ununterbrochen in den Social Media sein und wisst im Zweifel mehr als wir. Also das nur vorausgeschickt, damit hier sozusagen keine Missverständnisse entstehen. So, having said this, also ich schreibe über die Ukraine seit 2012 tatsächlich, seit ich Korrespondentin für Mittel- und Osteuropa bin. Ich hatte das mir eher banal vorgestellt. Ich dachte, ich schreibe über einen Failing State unter Janukowitsch mit viel Korruption und ansonsten viel Langeweile als Korrespondentin, weil das in Westeuropa niemand interessierte. Das hat sich bekanntlich schnell geändert, weil kaum, dass ich 2012 das erste Mal tatsächlich in Kiew war, kam die Geschichte mit dem Assoziierungsabkommen, was Janukowitsch damals sich unterschrieb, das Treffen in Vilnius, wo das Fakt wurde, die große Aufregung in Kiew, der Facebook-Eintrag von Mustafa Nayem, I'm going to Maidan, wer geht mit? Und dann ging die Geschichte los. So, seitdem bin ich regelmäßig dort, ich habe quasi auf dem Maidan gewohnt, 2013, 2014, ich war tatsächlich in den wirklich schwierigen Tagen, also im Februar, am 19., 20., 21. in Kiew. Ich stand auf dem Maidan, als die Scharfschützen von den Dächern schossen. Ich war mit Steinmeier bei den Verhandlungen am 20. im Präsidentenpalast mit Janukowitsch, bevor er sich davon machte. Ich war eine der Ersten, die in Mischegiria den Präsidentenpalast besichtigt hat, nachdem er weg war und bin dann ab Frühling 2014 auch sehr viel im Donbass gewesen, war in Donetsk, als die Separatisten begannen zu rumoren und habe den Osten bereist, 2014, 15, 16, bin 2020, ab 2017 habe ich Abschied genommen von Kiew, weil ich dachte, ich gehe jetzt nach London und bin nie mehr Korrespondentin und werde nie mehr zurückkommen und habe sehr viele Tränen auf dem Flugfeld verbracht, verweint. Und sehe da, 2020 stand ich dann wieder da und Entschuldigung, ich muss es hier mal so rüde sagen, die nächste Scheiße begann. Weil ich hatte gedacht, es wäre gut und es wäre nicht gut genug, aber die Ukraine war auf dem Weg und alle meine Liebe habe ich da gelassen und jetzt stehe ich wieder da und das Drama beginnt von neuem. Das war die zweite Vorrede. Und dann übergebe ich gleich an Ivo, nur um zu erzählen, ich war in diesem Sommer jetzt zweimal da, einmal zwei Wochen im Juli, einmal eine Woche jetzt bis vorletzten Samstag. Beim ersten Mal mehr unterwegs in Kiew, in Tscherniw, in Jaidne, wo dieser legendäre Keller ist, wo 350 Dorfbewohner einen Monat eingeschlossen waren. Dieses Mal nur in Kiew. Und wenn ich eins zusammenfassend feststellen darf, bevor ich abgebe, ist, dass ich fasziniert bin über den Stimmungsumschwung in den letzten 4-5 Monaten. Die Panik, der Unglauben in den letzten Februartagen, der, glaube ich, auch alle Ukrainer wie auch uns sozusagen begleitete, Wahnsinn, die tun das wirklich. Die Panik, die Verzweiflung der ersten Wochen, die im Juni, Juli, als ich das erste Mal da war, immer noch sehr spürbar war, aber gemischt mit einem ersten Erstaunen darüber, wir können das schaffen. Und was ich jetzt erlebt habe, und das fand ich faszinierend, ich war jetzt vorletzte Woche, wie gesagt, wir haben Interviews mit Kollegen da, mit 16 hochkarätigen Menschen aus NGOs, Politik, Kunst, Kultur gemacht. Es war fast euphorisch. Also mich machte das fast nervös, diese Gespräche, aber das Zutrauen, dass dieser Krieg zu gewinnen ist,
vielleicht nicht morgen, vielleicht auch nicht in einem halben Jahr, aber dass er zu gewinnen ist und dass die Ukraine die Gesellschaft der Zukunft ist und dass, dass Russland ein Dinosaurier im Zerfall ist, der diesen Krieg nicht überleben wird, als die Gesellschaft, die er zurzeit ist, hat mich beeindruckt. Und was ich wiedergefunden habe vom Maidan und was in den Jahren dazwischen ein wenig verschwunden war, auch die Solidarität der Zivilgesellschaft, dieses Gefühl, wir sind der Staat, wir sind das Volk, wir helfen uns, Zelensky ist großartig, kann er machen, soll er machen, wir haben ja nicht alle gewählt, super, was nach dem Krieg ist, werden wir sehen, aber vor allem sind wir es, die diesen Krieg gemeinsam gewinnen und die helfen und die zusammenstehen und das Gefühl, dass die Ukraine eine Zukunft hat, habe ich selten so gespürt wie vorletzte Woche. Und ich fand es so berührend wie erstaunlich. Danke, Katrin. Ivo, teilst du den Eindruck über die Euphorie und die gute Stimmung in der Ukraine? Zum Teil, also ich war jetzt auch vor 2-3 Wochen zum letzten Mal dort. Und ich finde, es kommt enorm darauf an, also es ist wahnsinnig faszinierend. Ich war jetzt seit Kriegsbeginn 4-mal in der Ukraine. Ich war am ersten Tag des Krieges, bin ich direkt nach Polen an die Grenze gereist, habe dann zunächst eigentlich viel Zeit an dieser Grenze verbracht und das war ja auch eine wahnsinnige Erfahrung, einfach zu sehen, wie all diese Menschen kamen, auch diese Solidarität, die es da vor Ort gegeben hat, auch es war für mich so ein enormer Kontrast, weil ich war im letzten November noch an der weißrussisch-polnischen Grenze, wo diese damalige Flüchtlingskrise, andere sehen das ja auch als eine Art von geopolitischer Aktion seitens Lukaschenkos, auch eine Art von Probe, Generalprobe der Russen. Das gibt ja in Polen, ist diese Meinung ja sehr stark verbreitet, dass das damals ein Versuch war, mal zu testen, wie weit kann man gehen, wie kann man auch mit diesem asymmetrischen Krieg Effekte erzielen und zu sehen, wie damals diese Grenze abgeriegelt wurde durch Polen, durch 20.000 fast Soldaten abgeriegelt worden, auch diese wirklich menschliche und auch wetterliche Kälte, das war eine sehr schwierige Erfahrung, weil ich einfach auch die verschiedenen Seiten dieses Konfliktes und dieser Situation ja auch verstand. Und dann ist man 3 Monate später, steht man ein bisschen weiter südlich an der Grenze und es ist eine ganz andere Flüchtlingskrise und es ist eine unglaubliche Welle der Solidarität. Es sind unglaublich viele Menschen da, die alles gemacht haben, um diese Menschen zu versorgen, um die Ukrainerinnen und Ukrainer zu versorgen, unterzubringen, weiter zu transportieren. Aber auch dieses Gefühl der Überforderung, also weniger jetzt seitens der Polen. Ich hatte damals das Gefühl, die Polen, die sind total irgendwie ready für diese Situation, obwohl sie es wahrscheinlich nicht waren, aber so dieses Gefühl hatte man. Und die Ukrainerinnen und Ukrainer, die dahin kamen mit dieser Idee, man geht jetzt mal für 2 Wochen weg, weil es einfach zu gefährlich geworden ist. Auch es waren ja fast nur Frauen und Kinder, die gekommen sind, mit einem Pullover, einer Jacke, einem Rucksack mit Laptop und irgendwie, weiß ich was, Kleidern für eine Woche. Und dann diese, dass man das damals ja nicht schon gemerkt hat, okay, das wird wahrscheinlich länger dauern, das wird nicht so schnell gehen. Und auch so dieses Gefühl, dass die Menschen einfach, die Polinnen und Polen, die Helfer, die haben dann gesagt, ja, komm und so, und hier sind die Busse und weiter. Und viele Menschen waren einfach mal froh, dass sie da waren, dass sie in Sicherheit waren. Dieser Schock. Und das hat mich sehr geprägt damals. Ich bin dann kurze Zeit später nach Lviv gefahren, um dort mir die Situation anzuschauen. Dort eine sehr hektische Situation auch, also natürlich auch viele Ausländer, aber vor allem Lviv als fast der zweite Kapitale in diesen Tagen, wo man ja nicht wusste, ob Kiew hält oder ob das bald fällt. Einerseits ein enormes Chaos, enorme Probleme bei der Versorgung, aber andererseits auch dort hat man schon diese Entschlossenheit gemerkt, also wo ich auch, und das ist das vielleicht auch die Frage auf deine Antwort, die Antwort auf deine Frage, dass wirklich dieses Gefühl da war und das war jetzt in den anderen 3 Reisen, die ich seither gemacht habe in die Ukraine, nicht anders, dass man das Gefühl hat, jeder und jede in der Ukraine ist
irgendwie mobilisiert. Und das heißt nicht, dass alle im Militär sind. Es gibt auch viele Leute, die sagen, ich bin kein Soldat, ich bin keine Soldatin, ich habe eine andere Rolle. Es gibt auch viele Überlegungen, was kann ich machen, um irgendwie zu helfen. Aber das hat mich enorm beeindruckt, dass einfach das irgendwie selbstverständlich war, dass man da als Zivilgesellschaft, ich nehme dieses Wort, sagen wir einfach als Menschen, da einspringt. Und ich fand, für mich war auch so eine Einsicht, die ich spannend fand, ist, glaube ich, dass die Ukraine diesen Widerstand und diese russische Angriffswelle am Anfang, die ja wirklich absolut brutal war, glaube ich, nicht unbedingt wegen dem Staat überlebt hat, sondern fast ein bisschen trotz dem Staat teilweise. Also weil man hat ja doch auch gesehen, Selenskyj war ja wirklich überhaupt nicht vorbereitet auf diese Invasion, hat das ja total runtergespielt am Anfang. Und es gibt ja schon auch viele Leute in der Ukraine, die das sehr kritisch sehen, seine Rolle, zumindest in den ersten Tagen des Krieges. Aber die Menschen haben dieses Heft in die eigene Hand genommen und haben sich organisiert und haben auch gewisse Strukturen, die natürlich gut angelegt waren, die Territorialverteidigung zum Beispiel, die natürlich eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Aber dass wirklich diese Selbstverantwortung, die auch die Ukraine so stark von Russland unterscheidet, das hat mich extrem beeindruckt. Und vielleicht noch ein paar Worte jetzt zu den letzten Reisen. Also ich war dann auch im Juli in Hostomel, in Kiew, in Transkarpatien. Also ich war wirklich so in diesen verschiedenen Welten, wo man auch sieht, Transkarpatien, diese Region ganz im Westen, wo alle irgendwie versuchen, den Krieg möglichst auf Distanz zu halten. Ein Ort wie Hostomel, wo das überhaupt nicht möglich ist, da ist der Krieg allgegenwärtig. Ich war in Tschernihiw, wo ich eine sehr, ja, auch eine traurige Stimmung wahrnahm. Also da habe ich dann auch gemerkt, ich finde, es ist dann nicht alles optimistisch und mobilisiert, sondern man merkt dann auch, es gibt wirklich auch Leute, die sagen, das geht jetzt 6 Monate, 7 Monate, die auch erschöpft sind. Das ist ja irgendwie auch logisch. Also ich glaube, das muss man ja auch nicht sich wundern darüber. Und gleichzeitig fährst du dann runter nach Kiew oder hoch, immer noch links und rechts der Hauptstraße, all diese Schilder, die vor Minen warnen, wo auch immer noch Menschen sterben, wenn sie in die Wälder gehen. Und dann kommst du nach Kiew. Und das ist eigentlich fast wieder eine normale Stadt, wo die Menschen im Ausgang sind, wo man draußen sitzt, wo man eine Normalität wieder pflegt, die jetzt auch gerade, also zumindest auf den ersten Blick, nicht sich stark mehr unterscheidet von einer zentral- oder westeuropäischen Normalität. Also ich finde diese Kontraste, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich denke, das ist auch etwas, wo man dann merkt, eben ein Land im Krieg, eine Gesellschaft im Krieg, das heißt nicht ein Land und eine Gesellschaft, sondern das kommt sehr darauf an, wo das ist und wie da die Umstände sind. Ich würde gerne 2 Sachen hinzufügen. Das eine ist, ich bin nicht ganz einverstanden mit der Einschätzung, dass Selenskyj und die Regierung nicht vorbereitet waren. Das kann natürlich ex post schön gefärbt sein, weiß ich nicht, aber es gibt ja einen großen Report von der Washington Post, der das aufgearbeitet hat. Die waren ja von Anfang an dabei und das liest sich dann schon so und das haben mir auch mehrere Regierungsberater erzählt, die natürlich ein Eigeninteresse daran haben, sich als vorbereitet darzustellen, aber dass die Amerikaner, die Briten, die westlichen Geheimdienste da natürlich schon seit Monaten drin sind, dass die Vorbereitung, auch die militärischen, schon lange vor diesem Krieg begonnen haben, dass im Grunde seit 2014 der Ernstzustand Teil der Szenarien war, darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also, dass Selenskyj nicht am 23. Februar gesagt hat, ja, morgen kommen die Russen und einen Börsencrash und sozusagen Fluchtbewegungen riskiert hat, ist im Zweifel nachvollziehbar. Und das Zweite, was, glaube ich, ganz wichtig ist, was du sagst, wenn ich aus Kiew von dieser Euphorie erzähle, genau, Kiew ist das Zentrum, da fallen jetzt gerade wieder, aber die fielen die letzten Wochen keine Bomben, es gab sowas wie ein Gefühl der Sicherheit. Und ich frage mich manchmal, wir unterschätzen auch die Euphorie darüber, dass jetzt jeden Tag Dörfer und Städte befreit werden und jeden Tag 1, 2, 3, 4, 5, 10 Quadratkilometer befreit werden, ändert nichts an der Tatsache, dass das, was da befreit wird, zerstörte Städte sind, in die niemand zurückkehren kann. Und die Hälfte meiner Freunde und Bekannte, die immer noch in Deutschland sind, sagen, wir würden ja gerne, aber wo sollen wir denn hin? Weil in den Wohnungen, die in
keine Ahnung was, in Kriviri oder wo auch immer noch bewohnbar sind. Da wohnen unsere Verwandten aus Kharkiv oder aus Kramatorsk. Und die Städte, die von den Russen besetzt waren, sind voller Minen, Leichen und Ruinen. Und die Zuversicht in Lviv oder in Kiew ist nicht zu vergleichen mit der Verzweiflung im Osten. Und natürlich ist die Zensur der Ukrainer massiv. Die Informationen, die wir kriegen, wenn wir sie über TikTok oder Insta kriegen, sind winzige Ausschnitte von einer Front, an der wir Entwicklungen nicht beurteilen können. Alle Kollegen von uns, die im Osten sind, wir sind 4 oder 5 in einem Team bei der SZ und 2 von uns sind öfter im Osten gewesen als ich. Und die sagen, natürlich bist du embedded, du kommst nur an die Front mit Genehmigung, du siehst nicht, was dort passiert. Und im Zweifel sind die Russen, die jetzt sagen, wir haben kein Essen, wir haben keine Schlafsäcke und wir müssen Tampons mitnehmen, um unsere Wunden zu stillen, da habe ich manchmal das Gefühl, ich weiß mehr über das Chaos in der russischen Armee als über die Zustände unter ukrainischen. Da gibt es manchmal so kleine Blitzlichter von Informationen. Ich will damit nur sagen, man darf angesichts des Vormarsches nicht unterschätzen, was da noch kommt und was da ist. Ja, Ivo, vielen Dank. Du hast, was ich sehr interessant fand, du hast über diese Normalität gesprochen, die man vielleicht in Kiew zu sehen hat, und dann aber über diesen Gegensatz zu anderen Orten, wo Normalität weder da ist, noch in der absehbaren Zeit wahrscheinlich zurückkehren wird. Also ich als gebürtige Ukrainerin, die ja auch in sozialen Medien immer unterwegs ist, ich bekomme auch ganz viel mit, dass es so einen bestimmten inneren Konflikt gibt bei vielen Ukrainern, die dann das Gefühl haben zum Beispiel, dass manche tagtägliche Aktivitäten, wie, weiß nicht, ins Kino gehen oder sich mal eine Maniküre gönnen oder sowas, dass diese Aktivitäten zu der friedlichen Zeit gehören. Und dass man im Krieg vielleicht gar kein Recht hat, Tagtägliches zu erleben oder ja, tagtägliche Besorgnisse, also Sachen zu machen oder sich mal im Kleinen was zu gönnen. Und mich würde interessieren, wie du das erlebt hast. Also ist dieses normale Leben dann nur in Kiew möglich oder versuchen Menschen an verschiedenen Orten, auch in verschiedenen Städten, vielleicht auch an den Vorstädten, quasi so ein bisschen Normalität im Leben auf die Beine zu stellen für sich? Und sozusagen, ist dann man immer noch ein guter Ukrainer, wenn man zur Maniküre oder ins Kino geht? Und wie wird das eigentlich von Menschen vor Ort gesehen? Oder wird es jetzt von allen erwartet, dass jeder seine Zeit und Mühe und Geld in dieses War Effort, also in Kriegsbemühen investiert? Ja, also ich meine, nochmal, also ob das gute Ukrainer oder Ukrainer sind, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube schon, also dieser moralische Druck, dass man, also das habe ich schon noch mit vielen, oder das Thema Urlaub, so, also wo man denkt irgendwie, hey, ihr habt jetzt seit 7 Monaten teilweise täglich gearbeitet, irgendwie 18 Stunden oder so, und dann überlegen sich Leute, ja, darf ich jetzt irgendwie mal ein paar Tage in den Urlaub fahren oder so, oder darf ich das nicht, finde ich natürlich eine Frage, wo du dann als jemand, der ab und zu für eine Woche oder zwei in die Ukraine fährt und dann wieder ins schöne Wien zurückkommt, da ist das natürlich absurd, diese Überlegung. Aber das kann man, glaube ich, auch nur verstehen, wenn man das erlebt hat. Ich fand jetzt dieses Mal, also ich kann ein bisschen eben von Tscherniw erzählen, weil das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt, diese Stadt, die ja 140 Kilometer nördlich von Kiew liegt, die 5 Wochen lang belagert war, wirklich täglich auch von Flugzeugen bombardiert wurde, den Russen. Also das ist wirklich eine schreckliche Zeit, muss das gewesen sein. Und wir waren da oben mit einem Fahrer, der sich auch gut ausgekannt hat, der auch gute Kontakte hatte. Und ich fand das spannend, weil ich wollte einerseits eine Geschichte machen, natürlich, wie fühlt sich diese Stadt, aber ich finde auch so diese Geschichten, die man ja viel jetzt gelesen hat über, ja, wie fühlt man sich, also man muss, glaube ich, auch als Journalist ein bisschen mehr machen heute und ein bisschen tiefer graben, um auch so ein bisschen an Themen ranzukommen. Und ich fand die Geschichte da sehr spannend. Ich habe mit so AIDS und HIV und Tuberkulose-Aktivisten gearbeitet, also war ich unterwegs
weil dieses Thema Gesundheitskrise ist ja auch, finde ich, ein extrem wichtiges. Und HIV und Tuberkulose, das sind ja genauso zwei Krankheiten, die in Kriegszeiten eigentlich blühen, oder? Weil ja, das ist natürlich eine Zeit, wo man vielleicht ein weniger aufpasst, wo auch gewisse sanitäre Standards nicht eingehalten werden können. Und ich war dann auch einerseits mit Angela hat sie geheißen, die war diese Aktivistin und das war unglaublich, die hat auch dafür gesorgt, dass diese vielen Menschen, die HIV-positiv sind, dass sie trotz teilweise auch Okkupation rund um die Stadt herum, dass die während der ganzen Belagerung diese Medikamente bekamen. Die haben dieses System die ganze Zeit aufrechterhalten. Und das sind Leute, die unglaublich viel riskiert haben, auch um das dann teilweise in Dörfer zu bringen, die besetzt waren. Und sie war irgendwie so ein Mensch, wo ich das Gefühl hatte, die war sehr resilient. Also die hat auch so einen Sinn für Humor behalten und hat das irgendwie so mit einer gewissen Distanz gesehen. Und sie hat mich dann mit Leuten in Kontakt gebracht, mit denen ich dann eigentlich über HIV und Tuberkulose reden wollte. Aber ich habe dann gemerkt, die wollen eigentlich alle über die Belagerung reden. Also das war dann das Thema. Und es ist auch so eine Erfahrung als Journalist, dass man dann mit einer Idee irgendwie rangeht und merkt dann, für die Leute sind aber andere Sachen wichtig. Und da fand ich dann schon auch wirklich, ich habe eine Aktivistin dort getroffen und bei der hat man wirklich gemerkt, die ist massiv traumatisiert von allem, was sie erlebt hat, weil die hat in einem Quartier gewohnt, wo das beschossen wurde. Die hat ein Haus gehabt, das eigentlich direkt in der Schusslinie der Russen stand. Und sie hat immer gesagt, ich habe eigentlich nur überlebt, weil ein Haus im Weg stand und die Russen haben eigentlich immer dieses Haus beschossen und da kam nie was rüber. Und du siehst dann diese Person und das ist eine sehr differenzierte Frau, die wahnsinnig viel weiß, die wahnsinnig viel über Trauma weiß, die auch sagt, sie hat sich da, sie geht in die Therapie, sie lässt sich beraten, sie macht irgendwie Ausbildungen und sie kommt einfach irgendwie trotzdem, also du merkst, dieser Mensch ist irgendwie erschüttert, was ja auch verständlich ist. Und das hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt und ich habe vielleicht auch, um zurück zu deiner Frage zu gehen mit dem Alltag, also das wissen Sie sicher teilweise auch besser, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass, mir haben dann viele Leute erzählt, eine Rückkehr zum Alltag ist etwas Schwieriges, weil dann musst du ja dann plötzlich alles anschauen, was kaputt gegangen ist und alles, was nicht mehr so ist wie vor dem 24. Februar. Und das ist etwas, was ich in Genève auch sehr stark gemerkt habe, weil diese Stadt ist aufgeräumt, also die ist relativ sicher, die Blindgänger sind geräumt, die Leichen sind begraben, die Fenster sind oft geflickt, nicht alle, aber viele. Aber dann siehst du dann plötzlich, okay, diese Stadt ist zu 60% zerstört und du siehst dann, okay, wenn wir jetzt von Wiederaufbau reden, dann reden wir eben nicht von 3 Monaten, sondern wir reden möglicherweise von 5 bis 10 Jahren. Und ich glaube, dieser Moment der Rückkehr zur Normalität, das ist vielleicht fast noch ein schwieriger, als jetzt in diesem Ausnahmezustand zu bleiben. Katrin, wie waren da deine Eindrücke über die Rückkehr zur Normalität und vielleicht diesen inneren Konflikt von vielen Ukrainern zu, was man sich eigentlich gönnen kann noch im Konflikt, ob Urlaub oder Kinobesuch? Also ich habe tatsächlich auf meinem Rückweg beim letzten Mal, jetzt vorletzten Samstag, 2 Ukrainerinnen getroffen. Die eine war auf dem Weg nach Rom und die andere war auf dem Weg nach Mallorca. Und beide haben kichernd erzählt, dass sie jetzt in Urlaub waren. Und ich sagte, wirklich? Und dann sagten sie, ja, wir sind seit Februar im Krieg. Die eine hat sich einen Traum erfüllt, weil sie arbeitslos geworden ist und hat eine Bäckerei aufgemacht und hat sich 4 Tage irgendwie von ihrer Schwester vertreten lassen. Und die andere hat gesagt, hat in einem IT-Unternehmen gearbeitet und hat im Wesentlichen Spenden für Drohnen gesammelt, hat für eine NGO nebenher gearbeitet und hat gesagt, ich habe so viel gemacht jetzt, ich habe diesen Scheißkrieg wirklich jetzt 6-7 Monate ausgehalten und ich habe alles dafür gegeben, dass es meinem Land gut geht. Ich mache jetzt eine Woche Ferien und habe gesagt, ja, und dann sagt sie, komme ich zurück und mache weiter. Also es gibt eine neue Normalität im Wahnsinn. Das ist das Erste, was ich festgestellt habe. Das Zweite, und da kann ich nur anschließen an Ivo. Zum einen, glaube ich, ist natürlich Kiew ist eine Insel. In Kiew sitzen die eh vocal sind, die sprechen können. Ja? In Tscherniw, alle fahren nach Tscherniw, weil es einigermaßen sicher ist, weil man gut hinkommt. Also wenn auch die große Brücke über die Hauptautobahn sozusagen immer noch kaputt ist, kann man über die Seitenstraßen fahren und man kommt ganz gut hin und dann kommt man hin und dann redet man eben nicht mit denen, die vocal sind, sondern mit den Rentnerinnen, deren
Dächer zerschossen wurden und die kein Geld haben, um sich überhaupt ein neues Dach zu leisten und die nicht wissen, wie sie den Winter überstehen sollen. Und dann ist die Lage schon mal wieder und die Stimmung schon wieder ganz anders. Und dann ist das mit dem Urlaub in Rom auch schon ganz weit weg. Also insofern, man muss auch immer die Kirche im Dorf lassen. Und was ich faszinierend fand, und jetzt muss ich ganz kurz ausholen, weil ich glaube, dass das ein gutes Beispiel ist. Ich habe vorhin erwähnt, ich war in Jahedne. Jahedne ist ein Dorf zwischen Kiew und Tscherniw, ungefähr 100 Kilometer nördlich von Kiew, gehörte zu den ersten Dörfern, die eben aus dem, mit dem Angriff von Belarus in den ersten Wochen von der russischen Armee belagert wurden, eingenommen wurden. Und ich war damals darauf gekommen, nur um die Vorgeschichte kurz erzählt, weil ich las, dass die nicht nur die ukrainischen Generalstaatsanwältin, die inzwischen entlassen worden ist, und Menschenrechtsgruppen, sondern auch Amnesty und die UN etc. sich auf den Weg nach Jaidne gemacht hatten, weil das eines der ersten Dörfer war, die Anfang April, wenn ich jetzt hoffentlich mich richtig erinnere, befreit worden waren, weil die Russen halt abgezogen waren und wo relativ schnell deutlich wurde, dass dort Verbrechen gegen die Menschlichkeit stattgefunden hatten, weil eben quasi alle Dorfbewohner in diesem einen Keller in der Schule eingesperrt waren. Und ich hatte darüber 10, 20 Artikel gelesen und habe gedacht, da will ich hin und habe dort eine Frau und ihre Tochter getroffen, die mit mir in diesen Keller gegangen sind, die mir erzählt haben von diesen 4 Wochen. Das ist gar nicht das, worüber ich erzählen will, das ist ein anderes Thema. Die Erschießungen und die Angst und der Hunger und die Toten neben sie, die saßen, das ist ein anderes Thema. Worauf ich hinaus will, ist, als ich da war, war Ende Juni, Anfang Juli. Der Keller war nicht aufgeräumt, den hatten sie so gelassen, aber die Leute waren wieder draußen, weil die Russen ja abgezogen waren. Viele waren traumatisiert, die Stimmung im Dorf war schlecht, weil man hatte zu viel voneinander gesehen in diesen 4 Wochen. Also niemand möchte mit 350 Leuten in seinem Dorf in 3 Zimmern sitzen, ohne Essen, ohne Trinken, wenn jeder in die Ecke in einen Eimer machen muss, die Kinder schreien, die Alten schnarchen und man sich festbinden muss an den Stühlen, damit man nachts schlafen kann. Das ist ein kollektives Trauma. Warum ich das erzähle, ist, weil dort in einem Nukleus alles zu sehen war, was natürlich in einer Gesellschaft, die einen Krieg noch nicht überstanden hat, aber in einem Dorf, das einen Krieg gerade sozusagen weggeschoben hat, überstanden ist ja nicht das richtige Wort. Die einen stritten sich über die Hilfsgüter, die zweiten hatten Geld genug, um ihre Dächer zu reparieren, die dritten hatten aber auch Hilfsorganisationen im Dorf, die von überall aus der Ukraine, nicht aus dem Westen, aus der Ukraine gekommen waren, Handwerker, die freiwillig die Dächer reparierten, Leute, die dahin kamen mit Hilfsgütern, Hilfsgruppen, die Essen hinbrachten. Es gab eine ganze Mannschaft, die jeden Tag vom Dorf bekocht wurde. Wunderbar, ganz lange Tafel, sah aus wie ein Dorffest jeden Tag. Wo dann die Frauen aus dem Dorf die Handwerker bekochten beispielsweise. Es gab natürlich ein freiwilliges, sozusagen ein Rolling-Psychologenteam, was einmal in der Woche Therapiestunden anbot. Und die Omas, die wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben in der Therapie waren, sind da hingegangen, weil man ihnen gesagt hatte, das brauchst du jetzt und das tut dir gut. Also ich will nur sagen, die Selbstheilungskräfte fand ich faszinierend. Die Bereitschaft zu helfen fand ich faszinierend. Viele sind weggezogen, weil sie es nicht ausgehalten haben. Viele sind wiedergekommen, weil sie gesagt haben, jetzt erst recht. Ob dieses Dorf in 5 Jahren noch bewohnt ist oder ob die Leute sagen, das ertrage ich nicht, weiß ich nicht. Aber wenn Sie eine Chance haben, dann nutzen Sie sie. Sehr schwieriges Thema. Ich versuche davon ein bisschen wegzugehen, einfach so mit der Sicht auf die Ukrainerinnen im Raum. Was ich noch fragen wollte, also Frage eigentlich an euch beide, wie habt ihr eigentlich die Zerstörung der zivilen Infrastruktur erlebt? Also man hört ja in den Medien zu Recht, dass die Russen oft gezielt infrastrukturelle Objekte, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten oder aber auch Wasserleitungen angreifen. Wie kann man sich eigentlich das vorstellen? Also wie können zum Beispiel Städte leben, die seit 4, 5 Monaten kein sauberes Wasser aus der Leitung mehr sehen? Und welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft, die Menschen vor Ort? Ja, welche, ist natürlich schwer abzusehen, aber was meint er, welche Langzeitfolgen wird diese fehlende Infrastruktur dann mit sich bringen für die Gesellschaft vor Ort? Ich weiß nicht, ob Katrin oder Ivo anfangen möchte. Ja, also ich glaube, das ist etwas, was man
vielleicht noch gar nicht so richtig abschätzen kann. Also das sind ja auch nur Geschichten, die man dann hört. Und also nochmal auf Tschernihiw zurückzugehen, dort wurde auch das Kohlekraftwerk beschossen und eigentlich mehrheitlich zerstört. Da wurden auch Spitäler zerstört. Es ist dann noch interessant, weil dieses Spital, das zerstört wurde, da hat dann jemand gesagt, ja, das sei sowieso viel zu groß gewesen und das hätte man sowieso nicht mehr unterhalten können. Also es gibt dann so diesen Galgenhumor, mit den ja die Ukrainer sehr gut können, was wahrscheinlich auch halt ja eine Methode ist, um damit umzugehen. Und es gibt ja dann doch auch diese Ideen, also die ja dann teilweise auch ein bisschen naiverweise zum Beispiel von einer EU irgendwie gepusht werden, dass jetzt plötzlich kommt, irgendwie ist das jetzt fast schon so, weil die Kohlekraftwerke zerstört werden, kann jetzt endlich die grüne Transformation in der Ukraine gelingen, also was ja dann auch ein bisschen absurd ist. Also von dem her, ich denke, es gibt ja da wie eine kurzfristige und eine langfristige Perspektive und ich habe das Gefühl, kurzfristig ist einerseits wahnsinnig beeindruckend, wie gut im Improvisieren die Ukrainer sind. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein bisschen ein sowjetisches Erbe. Das ist ja auch, also das ist etwas, was ich zum Beispiel auch in Russland immer wieder gemerkt habe, dass die Leute einfach halt wirklich sehr vieles kennen und halt einfach wahnsinnig auch gut sind, mit diese Dinge dann zu reparieren. Also so eine Art und Weise, wo wir uns längst gewohnt sind, dass man das Modul von der Firma geliefert kriegt, aber die wissen halt noch, wie dieses Ding im Innern aussieht und man kann das reparieren. Also von dem her hat man schon auch den Eindruck, dass da immer wieder auch, wenn man sieht, diese Einsätze der Feuerwehr, die Einsätze der Stadtverwaltungen in all diesen Städten, jetzt auch an der Front, wo ja wirklich gezielt und ich glaube, das ist auch etwas, was die Russen immer mehr leider machen werden, was sie schon immer mehr machen jetzt seit einigen Wochen und das ist auch eine Eskalationsstrategie, dass man halt noch gezielter Dämme und Elektrizitätswerke unter Beschuss nimmt, um da diesen Winter halt einfach so zu gestalten, dass man da fast nicht durchkommt. Aber das ist dann vielleicht auch etwas, wo einerseits eine Bevölkerung da ist, die sich natürlich auch Entbehrungen von früher gewohnt ist, aber das geht auch nicht, das geht auch nur bis zu einem gewissen Grad. Also ich denke, da ist auch etwas, wo es extrem wichtig ist, dass die Hilfe von außen auch kommt. Und da, glaube ich, auch hat der Westen natürlich eine wichtige Rolle. Ich finde in dem Zusammenhang auch interessant, dass ja kurz vor Beginn des Krieges wurde ja die Ukraine ans europäische Stromnetz angehängt, was ja ein extrem glücklicher Zufall eigentlich ist, dass man das offenbar einen Tag oder zwei Tage vor Kriegsbeginn erstmals getestet hat und dann sofort umgesetzt hat, schon Ende Februar. Also von dem her ist, glaube ich, auch diese Ablösung von Russland und diese Abhängigkeit besteht ja nach wie vor. Also das sieht man ja auch bei den Gasleitungen, bei auch diesen Transitgebühren, die ja bis vor kurzem noch relativ auch gut funktioniert haben, erstaunlicherweise. Aber da haben sich, glaube ich, die Ukrainer in den letzten acht Jahren auch keine Illusionen gemacht, dass es diese Ablösung braucht. Und deshalb habe ich auch eine gewisse Hoffnung, dass man da vielleicht auch ein Stück weit besser vorbereitet ist, als wir das hier zum Beispiel in Österreich sind, auf diesen Schock. Aber es ist klar, es ist eine gigantische Herausforderung und wenn das quasi zur wirklich systematischen Kriegsstrategie wird, dann wird das, denke ich, auch zu weiteren Fluchtbewegungen führen in die Orte, wo halt Wärme und Strom und Licht weiterhin gegeben sind. Ja, ein düsteres Bild, aber ich finde es sehr lustig, was du, diese Kurzgeschichte, die du zum Krankenhaus erzählt hast, das zu groß war, angeblich. Ich habe das vor ein paar Tagen mit meiner Mutter diskutiert, die hier als Vertriebene seit Ende April bei mir in Wien wohnt. Und wir haben darüber gesprochen, sozusagen, wie denn medizinische Versorgung zu organisieren ist in der Ukraine. Und meine Mutter träumt ja immer noch davon, dass sie quasi übermorgen nach Hause fahren kann. Und ich hab zu ihr gesagt, dass das für mich sozusagen als ukrainisches Kind, aber das lange genug im Westen ist, sozusagen mitunter das schlimmste Gedanke wäre, dass ich, wenn ich krank werde, keine medizinische Hilfe bekomme. Dazu sagte meine Mutter, naja, es gab ja sowieso praktisch keine medizinische Hilfe in der Ukraine vor dem Krieg und ohne Schmiergeld hast du sowieso überhaupt keine Hilfe bekommen und deswegen ist es quasi nicht so schlimm, dass die Krankenhäuser weiter zerstört werden. Also ob das Galgenhumor ist oder Trauma, war
schwierig zu wissen in dem Moment. Aber Katrin, wie waren denn deine Eindrücke? Also was machte die Zerstörung der Infrastruktur mit den Menschen vor Ort? Ich würde das gerne anschließend an Ivo etwas struktureller betrachten, weil ich zum einen finde ich faszinierend, wir hören von der Zerstörung von Dämmen, von Brücken, von Eisenbahnschienen, von natürlich Schulen, Universitäten, Krankenhäusern etc. Das verschwindet dann immer relativ schnell wieder aus unseren Nachrichten. Natürlich lese ich auch die ukrainischen Medien, klar, aber auch da verschwindet es relativ schnell, weil zum einen einfach so viel Grauenhaftes jeden Tag passiert, dass man nicht hinterherkommt. Das ist das eine, unsere Wahrnehmungsschwelle oder unsere Aufmerksamkeitsschwelle für das Desaster sinkt, erstens. Zweitens, auch da muss ich leider sagen, gilt natürlich wieder das Phänomen Zensur. Also wenn man versucht beispielsweise rauszufinden, wie in ganz bestimmten Städten zum Beispiel die Versorgung mit Wasser, mit Strom, mit Heizung ist oder sowas, dann kommt man nicht immer sehr weit. Ich habe ein oder zwei Interviews geführt, wo dann rausgestrichen wurde. Da hat ein Gesprächspartner zu mir gesagt, naja, wir wissen, dass es im Winter in der Ukraine natürlich Dutzende von Städten gibt, in denen die Leute überhaupt nicht mehr heizen können, weil die gesamte Infrastruktur für die Heizung zerstört ist. Das wurde dann redigiert, weil so wollte man das dann doch nicht stehen lassen. Also ich will damit nur sagen, zum einen glaube ich, gibt es das Bemühen, Panik zu vermeiden, das Bemühen zu sagen, wir kommen zurecht. Und zum Dritten eben natürlich, wie gesagt, ich wiederhole mich, die Wahrheit, dass es natürlich jeden Tag sozusagen weitergeht mit dem Drama. Zweiter Punkt, der mir, glaube ich, sehr wichtig ist, die Infrastruktur zerstört wird im Wesentlichen im Osten und da ist sie zerstört im Wesentlichen in den besetzten Gebieten. Das darf man nicht vergessen. Ich habe heute gerade einen langen Bericht aus Mariupol gehört, oder über Mariupol gehört, wo ja inzwischen vermutet wird, dass die Zahl der Toten zwischen 80.000 und 120.000 ist, was jetzt völlig plausibel ist angesichts der 400.000 Einwohner, die da mal waren, von denen ja nur die Hälfte geflüchtet war, als der Besatzungsring sich schloss. In diesen Städten oder in vielen Städten und Dörfern in den besetzten Gebieten gibt es kein fließend Wasser mehr. Die Leute trinken aus Pfützen, also das ist kein Gerücht, sondern es ist so, ernähren sich von dem, was man irgendwie in den Kellern hat. Sowas wie Schulen funktionieren ja online immer noch erstaunlicherweise, aber auch nicht in den besetzten Gebieten. Krankenhäuser haben keine Medikamente mehr, wenn sie noch stehen. Ich will nur sagen, dass das Desaster, was dort existiert, das wird man erst sehen, wenn, kann es nur so theatralisch formulieren, wenn sich der Vorhang hebt. Und wann das ist, weiß ich nicht. Aber ich würde gerne noch ein bisschen was zu Thema Zensur sagen, weil ich find's schon interessant, weil ich habe diese Erfahrung schon auch gemacht. Das war interessant, ich hab mit dem Michailo Podoliak geredet, mit dem Präsidentenberater, und der hat dann auch gesagt, ja, also zum Beispiel rechnet er mir dann vor, was Russland der Krieg bisher gekostet hat. Und dann hat er gesagt, ja, und unsere Kosten, dann habe ich gesagt, ja, und eben, was hat die Ukraine der Krieg gekostet? Und dann sagt er, ja, wir liefern Ihnen das nach und so. Und sein Sprecher sagt, ja, kein Problem, wir liefern Ihnen das nach, sagen Sie einfach bis wann. Und dann kommt einfach nichts. Also du kannst dann dreimal nachfragen und die Zahl kommt dann nicht. Also ich habe das Gefühl, es ist teilweise eher einfach, dass gewisse Themen ins Leere laufen. Also ich hab selber jetzt aktive Zensur weniger erlebt, als mehr, dass man einerseits natürlich ein Framing betreibt, wo man nur gewisse Sachen sieht. Aber es ist ja doch so, dass, also man kann sich ja erstaunlich frei bewegen in dem Land, also trotz allem, wo wirklich, ja, du kommst an diese Straßen sperren und da wirst du dann natürlich streng kontrolliert. Und ich habe auch von Kollegen erfahren, dass das ein bisschen unangenehm sein kann. Aber in den meisten Fällen ist das sehr korrekt, oder? In meinem Fall hatte mein 18-jähriger Chauffeur eine verrostete russische, ein Rest von irgendeiner Rakete in sein Auto, in unser Auto gepackt, und irgendjemand hatte es gesehen und wir wurden angehalten und waren sehr schnell von sehr vielen Soldaten und sehr vielen Polizisten umringt. Ja, aber war schon okay. Nein, aber das Spannende finde ich ja schon auch, zum Beispiel jetzt diese Frage, ich meine, die große Frage ist ja auch die nach den Verlusten, jetzt auch den militärischen Verlusten der Ukraine. Und das ist ja ein Thema, das ist ja wirklich, wo jeden Tag wird vorgerechnet, wie viele Tote bei den Russen es gibt. Diese Zahlen, naja, kann man jetzt geteilter Meinung sagen wir mal.
Aber von den Ukrainern weiß man ja nicht nur, es gibt diese Zahl von Saluzhny von 9000. Das ist die Zahl, die es gibt. Und ich finde das schon sehr spannend, weil einerseits muss man ja auch sagen, also diese, ich hab Heldenmythen studiert in meiner Dissertation. Und deshalb interessiert mich das natürlich sehr, dass jetzt auch diese ganzen, also die Helden kommen zurück. Und einerseits muss man ja dann immer sagen, bei Helden, es gibt diese Helden und es ist ja absolut heldenhaft, wie diese Armee kämpft. Und es ist absolut auch so, dass diese Armee ja gegen eine Übermacht gekämpft hat und inzwischen eine Art von Übermacht selber erreicht hat, die ja wirklich enorm erstaunlich ist. Und gleichzeitig ist ja der Held immer so eine Figur, die auch alles andere übertüncht. Also man darf dann eben nicht über Verluste reden, weil die Angst dann auch da ist, sobald man beginnt, über Verluste zu reden, dass dann alles irgendwie zusammenfallen könnte. Und ich habe auch mit Leuten geredet, die Familienmitglieder in der Armee haben und habe dann auch mit denen so ausgetauscht, weil diese Angst, über Verluste zu reden, das ist für mich auch etwas, was, wenn man die Geschichte anschaut, also im Zweiten Weltkrieg, die sowjetischen Verluste, das war etwas, was bis heute eigentlich ein Tabu ist. Man weiß ja bis heute nicht, wie viele Menschen da umgekommen sind. Und das prägt, und man sieht das ja auf beiden Seiten des Konfliktes, dass diese eigenen Verluste, das ist so ein Thema, das ist total explosiv. Und ich habe so ein bisschen versucht, diese Gründe herauszufinden. Und das eine ist natürlich klar, man will nicht zugeben, dass das vielleicht nicht alles so gut läuft, wie man tut. Aber ein sehr spannender Erklärungsansatz fand ich auch, dass diese Angst da ist, dass sobald die wahren Verluste des Krieges öffentlich werden, dass dann noch mehr Leute aus dem Land gehen, oder? Und dass diese große Angst, dass die Leute weggehen könnten, weil sie nicht mehr glauben an den Sieg, oder nicht mal unbedingt nicht mehr glauben an den Sieg, aber dass die Verluste zu groß werden. Und ich glaube, diese Diskussionen sind wirklich wahnsinnig schwierig zu führen. Und sie sind, glaube ich, auch innerhalb der russischen Medien, innerhalb der ukrainischen Medienlandschaft sehr schwierig. Also man ist ja auch, wenn man mit ukrainischen Journalistinnen und Journalisten redet, die wissen ja, die kennen ganz viele Geschichten, über die sie bewusst nicht schreiben, weil sie sagen, das können wir jetzt nicht. Wir wollen nicht der russischen Propaganda in die Hände spielen. Und das finde ich total verständlich. Und gleichzeitig gehen aber diese Themen ja nicht weg. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriger, Komplex. Ich finde das Thema Helden super interessant. Ich bin in die Ukraine gefahren als jemand, der im Westen in Deutschland sozialisiert ist in den 60er, 70er, 80er Jahren. Ich hätte das Wort Held noch nie, ich hätte das Wort nie in den Mund genommen. Also für mich war das immer ein No-Go. Heldenmythen hatten für mich immer eher, also na gut, mit Übertragungen und Fehlurteilen und Pathos zu tun. So, worauf ich hinaus will, ist, in der Ukraine gibt es jetzt Helden, sehr viele. Die Azov-Regiment sind Helden, sehr viele Regimenter sind inzwischen Helden. Jeder Gefallene ist ein Held. Zelensky steht jeden Tag und verteilt Medaillen an Helden. Ich habe zufällig, vorletztes Mal, als ich da war, Vitali Klitschko auf dem Maidan getroffen, als er gerade ein Heldenbegräbnis begleitete und eine Rede hielt. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben kein Problem damit gehabt. Warum? Weil sich etwas verändert hat seit 2014. Der Krieg, wie wir alle wissen, hat ja nicht jetzt begonnen, sondern der läuft ja schon eine Weile. Aber 2014, 15, 16 war das Thema Helden noch keines in der Ukraine. Warum? Weil sich der Blick auf diesen Krieg damals, der war differenzierter, er war aber auch angstbesetzter, er war auch komplizierter. Weil man wusste nicht so recht, wer auf welcher Seite stand, wie viele Kollaborateure es gab, wie viele Kämpfer im Donbass bezahlt waren, Verbrecher waren, pro-russisch waren. Die Grauzone war größer. Jetzt ist die Grauzone sehr viel mehr schwarz und weiß gewichen. Und die Ukrainer, die ich kenne, sind sehr stolz auf diese Kämpfer. Und wenn jetzt Zelensky sagt, die Kollaborateure in den besetzten Gebieten werden verfolgt, dann gibt es ein großes Einvernehmen darüber. Worauf ich hinaus will, ist die Wahrnehmung oder der Stolz auf die Nation, die ganze Identitätssuche, da kann man nun fragen, ist die neu, ist die alt, ist das wirklich erst durch den Krieg entstanden? Da sagen die Ukrainer, nein, waren wir schon immer. Darüber will ich jetzt gar nicht mich drauf einlassen, aber
die Tatsache, dass Helden fallen, wird mit einer anderen, wie ist das richtige Wort, Demut ist falsch, Selbstverständlichkeit ist auch falsch, mit einem anderen Selbstverständnis zur Kenntnis genommen, weil es zu diesem Krieg dazugehört und zum Überleben einer Nation. Und natürlich sieht man dann auch auf Insta die Berichte von irgendwelchen Brigaden, die sagen, wir haben das und das Dorf befreit und bei uns sind von 500, 300 gefallen und trotzdem haben die anderen den Sieg für sich geclaimt und haben den Ruhm gekriegt und uns hat keiner gesehen und wir sind auch nicht schlecht, wir sind schlecht ausgerüstet und wir haben nichts zu essen, das gibt es ja auch alles. Aber es wird in Kauf genommen for the greater good. Und das ist neu. Ich habe jetzt zwei sehr wichtige, sehr interessante Themen angerissen. Von einer Seite die Verluste der ukrainischen Seite und von der anderen Seite diese Heldenhaftigkeit. Und wer Held ist, aber dann stellt sich natürlich auch die Frage, wer nicht Held ist oder wer nicht genug mag, um als Held dazustehen. Und mich bringt das eigentlich auf den Gedanken über die Flucht, also die Vertreibung aus der Ukraine und die ganzen Menschen, die das Land verlassen haben, die auf einer Seite eine große Ressource für die Ukraine, für den ukrainischen Staat sind, die verloren geht, das zum Thema Verluste, und gleichzeitig so ein bisschen im Spotlight stehen, sozusagen als Menschen, die eben vielleicht keine heldenhaften Taten bereit sind. Oder wie Herr Merz sagt, Sozialtouristen. Ja, und mich würde interessieren, was habt ihr vor Ort gesehen? Also wie werden zum Beispiel Menschen gesehen, die eben das Land verlassen haben, die sich vielleicht schon früh in dem Krieg entschieden haben, wegzugehen? Ich habe eine ganze Geschichte darüber geschrieben, und zwar von der anderen Seite. Ich habe lauter Männer besucht, die in Kiew oder in der Ukraine zurückgeblieben sind, deren Frauen und Kinder im Westen sind und die jetzt da sitzen in ihren leeren Wohnungen mit dem Spielzeug in den Kinderzimmern, die nicht eingezogen wurden, aber sich gemeldet haben teilweise in Rekrutierungsbüros, die auf die Einberufung warten, aber entweder nicht gesund genug sind oder noch nicht dran sind oder was auch immer. Und die haben alle zu mir gesagt, ich bin froh, dass meine Frau und meine Kinder in Sicherheit sind. Ich bin froh, dass ich mich nicht auch noch darum sorgen muss. Also ich habe wirklich nie etwas anderes gesehen als komplettes Verständnis. Also ist mir nicht untergekommen. Das muss nicht sagen, dass es Unverständnis nicht gibt, aber ich habe es nie erlebt. Es gibt ein Verständnis dafür, dass man sich in Sicherheit bringt. Und es gibt aber auch eine große Bereitschaft derer, die zurückgeblieben sind, sich, wenn sie schon da sind, sein wollen, sein müssen, einzubringen. Ich meine, es ist ja klar, dass jeder wahrscheinlich froh ist, dass seine eigene Familie in Sicherheit ist. Aber gibt es da nicht, also habt ihr da nicht vor Ort, Sorgen unter den Menschen erlebt, dass so viele Menschen weggegangen sind? Das sind ja über 4 Millionen, soweit wir wissen. Haben die Menschen vor Ort denn keine Angst, dass die Menschen, die weggegangen sind, nie zurückkommen? Also ich habe das auch nicht erlebt, dass man das offen artikuliert. Ja. Ich glaube, es gibt aber schon, also es gibt einerseits schwarz-weiß und es gibt auch Grauzonen. Also ich fand eben in dem Sinne, zum Beispiel diese Oblast Transkarpatien extrem spannend, weil dort weiß man ja auch, dass viele Leute, gerade teilweise auch wohlhabende Leute, sind in den äußersten Westen der Ukraine geflohen, wo man das darf oder wo man auch in Sicherheit ist, wo dann aber vielleicht auch viele Menschen darunter sind, die jetzt nicht zu den heldenhaftesten gehören. Und das ist ein Thema, das man zwar vor Ort wahrnimmt. Es ist auch zum Beispiel spannend, dass ich eine Geschichte kürzlich gemacht habe über die ungarische Minderheit in Transkarpatien. Und die ist eigentlich, geht man davon aus, dass die Hälfte der Ungarn geflohen sind. Also die sind weg. Und die Vertreter, die haben jetzt total Angst, dass diese Minderheit ausstirbt, was wahrscheinlich nicht unberechtigt ist. Wozu man dazu sagen muss, dass die natürlich auch alle ungarische Pässe haben. Genau, richtig. Und deshalb sind sie auch jetzt alle gegangen. Das ist ja ein Prozess, der jetzt einfach massiv beschleunigt wurde. Und dort ist dann die Angst da, dass die jetzt quasi von diesen Flüchtlingen aus der Ostukraine ersetzt werden, oder? Also das finde ich total spannend, dass man das auf dieser lokalen Ebene, diese Konflikte dann durchaus sieht. Aber die Frage von den Leuten, die eben gegangen sind und vielleicht das, also es ist klar, oder Frauen und Kinder, das ist logisch, dass, glaube ich, niemand ein Problem damit hat, dass die in den Westen gegangen sind.
Aber ich habe gerade kürzlich auf Ukrainska Pravda gab es ein Video und auch eine Geschichte über das Bataillon Wien. Und diese Geschichte des Bataillon Monaco, Bataillon Wien, diese Diskussionen, die es ja auch hier gibt, warum gibt es diese ukrainischen SUVs, teure Autos, die hier rumstehen? Ach, Bataillon Wien ist eine Metapher. Ich war jetzt gerade. Ja, also Bataillon Wien ist ironisch gemeint und das ist ein Investigativjournalist, der da den ukrainischen Kennzeichen nachgefahren ist und dann irgendwelche Richter und Politiker bloßstellt, die abgehauen sind, ja, oder? Aber ich glaube, das ist dann letztlich. Ist etwas, was dann nur an sehr symbolischen Einzelfällen, natürlich hochsymbolischen Vielleicht sagt man ja auch in der Ukraine, aber das können wir hier mal fragen, gut, dass sie weg sind, die brauchen wir nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, aber es gibt natürlich dann schon, und wenn wir noch bei den Helden sind, dass ich finde zum Beispiel die Geschichte mit dem Geheimdienst SBU ja sehr spannend. Da gab es zum Beispiel diesen Fall von Naumov, das war ein sehr ranghoher General, der vor einigen Monaten in Serbien verhaftet wurde mit viel Bargeld und Beamten. Und da wurde ja dann auch explizit, also gibt es jetzt ja auch diese Säuberung, weil der SBU, das ist ein Problem schon 2014, viele Spione, viele auch Verräter. Und Zelensky hat dann damals wirklich explizit von den Anti-Helden gesprochen, die man jetzt säubern muss aus dieser Struktur. Also es ist schon so, ich glaube, das Thema wird sehr stark an Einzelfällen abgehandelt. Wie viel mehr dann darunter liegt, ist, glaube ich, noch schwierig zu sehen im Moment. Ja, wir sehen ja ganz oft, dass die Männer, die abgehauen sind, das auf illegale Weise gemacht haben. Also man weiß, dass es zum Teil möglich ist, mit Schmiergeld über die Grenze zu kommen. Von dem, was ich mitbekomme, geht es da um Summen ab 15.000 Euro plus, was nach viel klingt, aber in der Ukraine gibt es ja genug Menschen, die das zahlen können. Was mich aber noch interessieren würde, wie habt ihr zum Beispiel auch so ein bisschen mit den Nachrichten aus Russland im Hintergrund, wo man gerade ganz viele junge Männer und nicht nur junge, verschiedene Männer im verschiedenen Alter sieht, die aus dem Land abhauen, nicht kämpfen wollen, nicht angezogen werden wollen. Wie habt ihr denn eigentlich die Bereitschaft von ukrainischen Männern erlebt, zu kämpfen? Also ist es denn so, dass die Männer, die die Möglichkeit hatten, ihre Frauen und Kinder in den Westen zu schicken, auch bereit sind, das Land zu verteidigen? Oder... Also ich warne davor, das für bare Münze zu, also nein, ich muss meinen Satz anders anfangen. Ich glaube, dass man das nicht verifizieren kann. Ich habe niemanden getroffen, der gesagt hat, ich gehe nicht zur Armee. Die meisten Männer, die ich getroffen habe, sagen, natürlich würde ich gerne und wenn man mich holt, dann gehe ich und ich möchte mein Land verteidigen und ich habe mich eh gemeldet oder so. Die das nicht so sehen, würden mir das wahrscheinlich so nicht sagen. Die sagen das vielleicht ihren Frauen, aber nicht mir. Keine Ahnung. Also es ist mir nicht untergekommen, ich kann dazu nichts sozusagen Verifizierbares beitragen. Aber also ich glaube, es gibt schon einen fundamentalen Unterschied zu Russland. Und ich fand zum Beispiel extrem spannend, letzte Woche hat Zelensky die Herbstaushebung abgesagt für neue Rekruten. Und also ich fand das einen total faszinierenden Schritt, weil man würde ja denken, die brauchen jeden, den sie haben können. Das haben sich so viele freiwillig gemeldet. Ja, ja. Haben sich so viele Freunde? Nein, aber das ist eben, also in der ukrainischen Militärführung, die hat eben eine Strategie im Gegensatz zur russischen. Richtig. Und die Russen, die hoffen jetzt, dass ganz viele Zehntausende von Leuten da kommen. Aber das Problem der Versorgung löst das ja nicht. Und die Ukrainer, die denken sich, okay, die Militärführung weiß ja auch, dass es um die Ausrüstung der ukrainischen Armee nicht immer zum Besten steht. Also es ist ja nicht zufällig, dass Familienmitglieder Drohnen sammeln müssen und dass alle jetzt irgendwie Thermounterwäsche nähen für die ukrainische Armee. Also das ist jetzt auch nicht, dass das immer zum Besten steht. Aber es ist schon, also die Überlegung offensichtlich der ukrainischen Militärführung ist, wie bringen wir unsere Soldaten vernünftig über den Winter? Und das ist einfacher, wenn man da Leute hat, die schon trainiert sind, die wir einigermaßen ausrüsten können. Und es ergibt jetzt keinen Sinn, im Oktober plötzlich irgendwie Zehntausende neue Rekruten da in diese Struktur reinzubringen, die man dann über den Winter durchfüttern muss. Also, und das ist schon ein fundamentaler Unterschied. Und ich glaube auch, dass bei aller Unklarheit über die Verluste und bei aller Zensur
ist es, denke ich, und es gab ja schon auch diese Fälle jetzt auch an der, im Sommer, wo man offensichtlich relativ schlecht vorbereitete Territorialverteidigung an die Front geschickt hat, halt, um diese Löcher zu füllen, die die russische Artillerie hinterlassen hat. Aber es ist doch so, glaube ich, dass ein gewisses Vertrauen da ist, dass diese Militärführung vernünftige Entscheide treffen kann unter sehr schwierigen Bedingungen, aber doch einigermaßen vernünftig, dass auch die politische Einmischung bis auf wenige Ausnahmen relativ beschränkt bleibt. Und das ist, glaube ich, schon eine fundamental andere Situation als in Russland, wo, glaube ich, im Moment wirklich eine systematische Vertrauenskrise droht, oder? Ja. Und das ist ja auch eine Debatte, die wir natürlich jetzt in den nächsten Wochen sicher noch führen werden, aus der Ferne. Ich frage mich die ganze Zeit, was die russische Regierung und Herrn Putin geritten hat, diese Zwangsrekrutierung zu betreiben mit 300.000, vielleicht 1 Million jungen, mittleren und alten Männern, ohne Versorgung, ohne Rückhalt, ohne Essen, ohne Waffen, ohne Strukturen, ohne Hierarchien, die jetzt alle irgendwo im Dreck, Belgrad oder sonst wo sitzen, kurz vor dem Winter, während die ukrainische Armee vorrückt mit allem, was der Westen liefern kann, mit all der Satellitenaufklärung, die der Westen liefern kann, mit all den Ausbildern, die bei der Bundeswehr und bei den Amerikanern und sonst wo zur Verfügung stehen, und damit Aufstände im Land zu riskieren, die so kontraproduktiv sind wie nichts. Ich frage mich immer, ob da irgendjemand sitzt und einen geheimen Plan für das eigene Scheitern hat. Anders kann es nicht sein. Es ist so unglaublich irrational. Es ist sehr schwer verständlich. Oder jemand will Druck auf die westlichen Gesellschaften aufbauen, die sich dann entscheiden müssen, ob man all diese Russen hier als Asylsuchende akzeptieren kann. Also ich fürchte, beides ist sozusagen, klingt halb ironisch, aber ich bin jedenfalls immer wieder fassungslos. Aber gut, es gibt sicher Experten, die das erklären können. Ich finde jetzt den Druck mit den russischen Asylsuchenden der westlichen Gesellschaft noch das kleinste Problem, oder? Aber ich glaube, der fundamentale Unterschied ist auch da. Also auch diese Vorstöße und dieses Vorrücken der Ukrainer, das ist ja nicht etwas, das jetzt wegen einer Entscheidung geschieht, die vorgestern getroffen Nein. wurde, sondern diese Strategie, der 1000 Bienenstiche, dass man da im Hintergrund die Logistik bombardiert und dass man gleichzeitig den Druck an der Front hochhält, die zahlt sich jetzt eben aus. Und deshalb ist das eigentlich auch nicht erstaunlich, dass das jetzt gelingt. Und was mich schon bei Putin sehr erstaunt, und ich war viel in Russland und habe Putin wirklich auch sehr intensiv immer beobachtet, aber er ist getrieben jetzt. Und das ist etwas, was man nie erlebt hat bei ihm eigentlich vorher. Also es gab so punktuelle Sachen, wo irgendwie sozialpolitisch, wo er mal unter Druck geriet. Aber jetzt ist er getrieben. Und ich glaube, diese Entscheidungen sind nur so zu erklären, dass man irgendwie versucht, den Befreiungsschlag zu wagen. Und weil es einfach nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und diese Annexionen. Ich meine, welchen Sinn ergibt das, Gebiete zu annektieren, die man nicht kontrolliert? Das ist ja auch aus einer, wenn du völlig 100% hinter Russland stehen würdest, dann würdest du zum Schluss kommen, dass das eine dumme Entscheidung ist, oder? Weil das einfach extrem gefährlich ist. Und Peskov haben sie ja gefragt, irgendwie vorgestern, und er konnte auch nicht sagen, was jetzt die Grenzen sind. Also, und diese Frage, kann mich auch erinnern, im Februar noch, war ja auch die Frage, als man die sogenannten Volksrepubliken, deren Souveränität anerkannt hat, im Februar kurz vor Beginn des Krieges, hat auch Peskov nicht sagen können, ob die jetzt in den jetzigen Grenzen anerkannt werden oder in den Grenzen der Oblasts. Also da sieht man einfach, da ist eine Ungenauigkeit drin, die sich, glaube ich, nur rächen kann, aber natürlich auch ein enormes Eskalationspotenzial hat. Das darf man sicher auch nicht unterschätzen, klar. Sehr spannendes Thema. Bevor wir noch mehr über Russland reden, möchte ich gerne, ich sehe es schon, glaube ich, nach 8, und ich würde sehr gern Ihnen, dem Publikum, die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich würde gerne das Podium öffnen und ich werde ein bisschen herumgehen und das Mikrofon mitnehmen. Melden sich gerne einfach per Hand, und die lieben Menschen, die uns bei Zoom beobachten, Sie sind auch herzlich willkommen, Fragen zu stellen. Dann bitte in den Chat schreiben und wir werden das vorlesen.
Hallo, also ich werde meine Frage auch Englisch stellen, weil das ist so einfacher okay. für mich. But so it's a bit of an abstract question, but I was thinking, so I read a lot of Polish media and German media and English speaking media, and sometimes it seems a bit schizophrenic. Because in Poland, everyone is pro-Ukraine, and like basically Ukraine is winning the war. It has always been winning. Whereas I feel like in other languages, it's more, if you want, analytical, and maybe there's a cold distance. So the question is like, how do we talk about the war in a way that is realistic, that describes the suffering of the people on a daily basis, the destruction of infrastructure that you talk about, but also the need to go to the movies, go to the hairdresser, right? To reclaim kind of agency of your own life. So how do we kind of write or talk about this war in Ukraine in a realistic way that at the same time resonates with the Western audiences? So the question is about the kind of Western gaze, right? And kind of reporting around about war. So I feel like it's a bit of I have to auto-censor myself when I talk with my friends and who are not Polish, for instance. Like the topic of guns occupies a lot of attention, right? So how do we cover all these fields and offer a very kind of multidimensional, multi-sided kind of narrative on war? Because it's been going on like for, I don't know, like hundreds of years. We have these examples from the Great War, the war in Lebanon, Vietnam, like there's some kind of brilliant reporting on war. But at the same time, there is this kind of perseverance of the Western gaze that expects the Ukrainians to be always victims, right, to be fighters. And I don't know, how do you write about war? How do you talk to your friends about it? How do you navigate all of these fields? It's a bit of a huge question. So I understand if you want to answer it at a later point. No. I'm trying to understand what you're saying, because I'm wondering, how would you like us to report about the war? What you don't want sentiment, you want a realistic view, but at the same time, you admit that there's something like a Western gaze, which we are not free of, obviously. And then there's the attempt to understand why Ukraine is winning this war, which is not a victimization, which is contrary at the moment. There's no euphoria, which is contrary to what you're saying. So I'm not quite getting where you're going. But I'm not. Sorry, you lost the microphone. Did you want to say? No. I was giving the question back because I don't really. I don't want to monopolize the discussion. But did you understand the question, or is it the? Hast du verstanden, was ich? Also ich wusste nicht, wo sie hin will. But maybe a couple of things. I think. One day, there's definitely a danger that journalists, because we were talking about black and white, right? And the aggressor is very clear in this situation, and the victim is also clear. So there is a tendency, and this is a tendency that's been going on in journalism for a long time, and not just with this war, to be an advocate, right? Because you do have, to a certain extent, as a Western journalist, traveling in Ukraine, you have a bias, right? Like this is hard to avoid because you have access to Ukrainians usually, and if you don't really have access to Russians, which and also the Russians that you might have access to are just so ridiculously in their propaganda that it's almost impossible. So, I mean, I think in Ukraine, there is a spin about this war, but there's not this level of propaganda that you have in Russia. So this is a dilemma, and not easy how you deal with this, because I am, for example, I'm not sure Ukraine is winning this war. I'm pretty sure Russia is losing it, but I'm not sure if Ukraine is winning it. You know, these are to me two different things. And it is one thing to write about what is happening at the fronts, which is, I think, at the moment pretty clear. But this doesn't mean that you shouldn't also really go deep into the contradictions of Ukrainian society and I do think this is a danger, and this is a mistake that some Western media actually shy away from controversial topics within the Ukrainian society, because it does, I think, to a certain extent, create this anti-mainstream, you know, where people are like, oh no, you know, you're all like using this propaganda, and it's actually totally the opposite, you know? So this is something to be aware of. And I think the only thing you can really do as a Western journalist is to try to go to Ukraine very regularly, because it takes more than five minutes. Because it is only by going there that you actually
see what is going on, right? And you don't just get stuck with these, you know, Ukrinfo messages that you can read on the internet. But yeah, it's tricky, and it is tricky because you shouldn't give in to Russian propaganda. And to a certain extent, I think we all, or I mean, maybe not all of us, but I do think that the West should keep supporting Ukraine. It's important. And if there's a lot of stories about things not going well in Ukraine, it also means that politically there's going to be a backlash in the West. And this is a very complicated issue to deal with, and ethically very difficult. So yeah, it's not easy. I want to add a few sentences. There's this, es gibt, ich muss, ich wechsle jetzt wieder ins Deutsche, es gibt ein Diktum von Hans-Joachim Friedrichs, einem sehr berühmten deutschen Journalisten, der mal gesagt hat, ein Journalist macht sich nicht gemein, auch mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Und ich war vor kurzem sehr erleichtert, als ich ein wunderbares Essay darüber gelesen habe, warum das vollkommener Unsinn ist. Weil es gibt manchmal Dinge oder Entwicklungen oder politische Phänomene, mit denen ich das Recht haben möchte, mich gemein zu machen, auch als Journalistin. Und in diesem Krieg weiß ich, wo ich stehe. Ja. Ja, aber das heißt nicht, dass du den kritischen Blick verlierst. Das ist der Punkt, dazu oder? Bin ich Journalistin, aber ich wollte nur sagen, es gibt eine Natural Bias, und die kann man auch in seiner Berichterstattung, wenn man ehrlich ist, nicht negieren. Ja, ja. Aber es gibt, das muss man schon auch zugeben, es gibt schon, finde ich schon, viele Kollegen, die einfach sehr einseitig auch berichten und sich einfach die Mühe nicht nehmen, da auch ein bisschen tiefer zu schauen. Zum Glück hören wir nicht dazu. Genau. Fühlen wir uns besser. Können Sie das Mikrofon näher an den Mund hören tun? Ein bisschen jetzt. Ja. Oh.
Sie sprechen ein wirklich wichtiges Thema an und ein dramatisches Thema, weil immer wieder lese ich, dass sind ja vor allem die Alten und die Kranken und die Behinderten und die Schwachen, die da bleiben, wo der Krieg vor allem zurzeit stattfindet, weil sie nicht gehen wollen, nicht gehen können. Und Familienangehörige, die sie pflegen, bleiben mit ihnen. Und egal, wo ich hinschaue, gerade in den besetzten Gebieten, beziehungsweise da, wo die Bomben fallen, ist ein Teil der Bevölkerung da, weil sie nicht weg kann. Und wenn ich dann mit meinen ukrainischen Freunden und Gesprächspartnern spreche, dann heißt es immer, es gebe individuelle Hilfe. Aber der Staat ist, die Ukraine ist kein Sozialstaat. Und natürlich ist die Regierung bzw. sind die Behörden völlig überfordert. Also da, ich glaube, das funktioniert auf sehr kleinem und individuellen Level und sehr viele Vereine, NGOs etc. kümmern sich, soweit es geht. Aber das Problem ist so ungelöst wie grauenvoll, ja. Ja, und ich glaube durchaus auch, also man hört das ja auch oft, dass die Leute einfach auch nicht gehen wollen. Also genau. Es kommt dann noch dazu, dass man vielleicht nicht gehen kann, aber selbst wenn man könnte, kann man sich einfach nicht vorstellen, diesen Ort zu verlassen. Und das scheint schon etwas sehr Tiefgehendes zu sein. Es gibt aber auch eine interessante Entwicklung, die ich jetzt aus persönlicher Erfahrung herausfinden musste. Es gibt nämlich seit dem 10. September neue Gesetze in der Ukraine für wehrpflichtige Männer unter 60, die normalerweise aus dem Land nicht ausreisen können. Und seit dem 10. September gibt es dann neue Regeln, wo Männer, die beweisen können, dass sie als Betreuer von einer Behinderten oder aber auch einer alten Person, die ständig Hilfe braucht, rausfahren, auch das Land verlassen können. Also das ist ganz interessant. Ich habe noch über keine konkreten Fälle gehört, aber das ist jetzt ganz neu und mal schauen, was wir sehen werden, ob viele Männer auch das Land verlassen werden, sozusagen als Betreuer von älteren Personen. Umso trauriger ist das jetzt, dass ich unsere Diskussion eigentlich wieder mal auf diese etwas abstraktere Ebene bringen möchte. Nach diesen wahnsinnig wichtigen pragmatischen Fragen, pragmatischen Informationen. Man hat hier das wunderbare, super wichtige Thema von Heldenmythos angesprochen und teilweise zielte möglicherweise die erste Frage in der Runde auch darauf hin. Und ich möchte dieses Thema ein kleines bisschen aufgreifen in Bezug auf Heldennarrativ, was einerseits so positiv Bias und vollkommen verdienter Bias, wollen wir ehrlich sein. Also diese positive Schieflage in Richtung Heldenmythos auch in westliche Berichterstattung ist, wo man seit Monaten verfolgt, meiner Meinung nach ganz grob formuliert, oh mein Gott, schaut, sie haben diese ersten 3 Tage, die erste Woche, den ersten Monat überlebt, wow, na dann unterstützt man sie wahrscheinlich. Und jetzt ist jede und jede Ukraine-Spezialist und Spezialistin und wenn man die sozialen Medien liest, hat man den Eindruck, dass eigentlich jeder von uns von Russen angegriffen wird, wenn man die Kommentare vor allem liest. Nicht, dass ich wahnsinnige Sympathie mit der Nation hätte, vor allem auch aktuell, aber meine Frage wäre, und da würde ich Sie wahrscheinlich irgendwie so einladen, auf ein bisschen auf diese spekulative Ebene zu gehen. Es wurde auch jetzt gerade mal wunderbar angesprochen, Ukraine ist kein im westlichen Sinne, im westwestlich-europäischen Sinne Sozialstaat. Das heißt, irgendwann mal kommt sicherlich der Augenblick, wo der Westen plötzlich sieht,
dass die Helden doch nicht die Helden sind, wie wir uns alle vorgestellt haben. Ja, es ist fürchterlich. Und es graut mir, dass dieser Augenblick irgendwann mal kommt. Ich hoffe, dass er wohl nach dem Sieg kommen wird. Und ich möchte eben einladen zu der Diskussion, was kann man irgendwie effektiv diese Entzauberung gegenüber diesem selbst erstellten Mythos von Heldenhaften wohl im besten Sinne des Wortes irgendwie entgegenwirken, sodass im schlimmsten Fall die Waffenlieferungen nicht aufhören. Aber grundsätzlich, was machen wir auch danach, wenn hoffentlich bald der Tag kommt, wo der Krieg gewonnen wurde und Ukraine plötzlich kein Held mehr ist und wir neue Helden brauchen und über die Ukraine vergessen. Ich fürchte, dass so kommen wird und möchte eben hier mit der Diskussion anstoßen in die Richtung. Finde ich einen wahnsinnig wichtigen Punkt, weil ich glaube, es ist ja dann doch auch so eine Art von Orientalismus, die uns mit der Ukraine verbindet, wo man dann eben diese osteuropäischen Helden, ein bisschen, mich erinnert es manchmal ein bisschen an das, was ich irgendwie gelesen habe, so wie die Ungarn 1956 teilweise wahrgenommen wurden, oder so diese David gegen Goliath, oder? Und auch Zelensky, wo ja, wenn du dann mit ukrainischen Journalistinnen und Journalisten redest, die dann sagen, wieso wird der so hochgeschrieben im Westen, oder? Also wir mögen den ja eigentlich überhaupt nicht, oder? Aber irgendwie müssen wir doch so ein bisschen mitmachen, weil er halt wichtig ist als Symbolfigur. Und ich glaube schon auch, diese Gefahr ist da, dass eine Überhöhung auch schnell zur Dämonisierung führen kann, oder? Dass man dann irgendwie sagt, ah nein, das ist Korruption, gibt es ja immer noch, ah was? Und irgendwie das, also es ist nicht ganz einfach und man sieht es ja dann auch, wie dann Erwartungen teilweise geweckt werden, zum Beispiel jetzt auch mit der EU-Beitritt, oder wo irgendwie klar ist, das dauert 10, 20 Jahre, bis da die Ukraine wahrscheinlich beitrittsreif sein wird. Das ist, da macht man sich ja keine Illusionen, aber die EU hatte dann doch das Gefühl, dass man diesen Schritt setzen muss als symbolisches Zeichen der Unterstützung. Also das ist durchaus eine Gefahr zwischen Erwartungen, die man weckt, und der Realität. Gleichzeitig habe ich doch das Gefühl, wie geht das jetzt weiter? Also ich glaube, wenn wir jetzt kurzfristig uns überlegen, wie geht das weiter, dann ist ja schon, also der Herr da hinten hat das vorhin auch angesprochen, oder wie kann man verhindern, dass das Interesse verloren geht? Und ich finde es zum Beispiel spannend, dass wir bei der NZZ in den letzten Monaten so ein bisschen gemerkt haben, das Interesse ist zwar immer noch groß, aber es sinkt. Und jetzt seit 2 Wochen geht das wieder einfach durchs Dach. Also es ist unglaublich, du kannst alles irgendwie im Minutentakt wieder liefern zur Ukraine und die Leute lesen alles. Also von dem her, das ist auch etwas, was sich ändert. Und das Interesse, das Grundinteresse bleibt. Und der Erfolg ist natürlich wahrscheinlich das beste Rezept für eine weitere Unterstützung. Weil im Sommer waren diese Zweifel waren natürlich vor allem in dem Moment, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt schießen die Russen die Ukrainer mürbe und irgendwie sie können dann eigentlich letztlich doch nichts machen und das ist alles sinnlos. Also von dem her, ich glaube, das ist schon so, dass diese militärische Unterstützung sehe ich jetzt auch nicht, dass das irgendwie in 1-2 Monaten jetzt einfach einbrechen wird, weil man muss jetzt auch sagen, diese ganzen Horrorszenarien für den europäischen Winter ohne Strom und ohne Gas und so, das sieht jetzt ja doch alles nicht ganz so schlimm aus, wie man vielleicht noch befürchtet hat vor 1-2 Monaten. Also und das geht, glaube ich, jetzt auch nicht so schnell. Also von dem her, ich glaube, diese kurz- und mittelfristige militärische Unterstützung, da bin ich jetzt nicht so wahnsinnig besorgt. Aber ich glaube eher, das Problem ist, was passiert dann, wenn der Krieg vorbei ist und wenn sich dann zeigt, okay, wir haben jetzt zwar irgendwie mal 1 Milliarde, mal 2 Milliarden für Waffen gegeben, aber jetzt braucht die Ukraine irgendwie 300 Milliarden, um den Wiederaufbau zu finanzieren. Und dieses Thema der Korruption ist ja schon jetzt ein Thema. Also es gab ja diesen Fall einer Kongressabgeordneten in den USA, die sich auch beschwert hat, wo man dann auch gesehen hat, wo dann Zelensky plötzlich so aktivistisch wurde und irgendwelche der SBU plötzlich irgendwelche Leute verhaftet haben, die angeblich in Korruption waren. Also wo man dann schon in dem Moment, wo der Frieden da ist und der Krieg nicht alles überschattet, ist dann auch wieder die Frage, was sind denn für Strukturen, die weiterhin problematisch sind? Und ich glaube, das ist die größte Gefahr, dass dann das
in dem Moment, wo der Krieg vorbei ist, geht das Interesse verloren, merkt man, das ist alles nicht so einfach, merkt man, ja, wenn du viel Geld in dieses Land hineinpumpst, hast du einfach auch die Strukturen nicht. Und das ist ja auch ein bisschen die Schwäche der ukrainischen Zivilgesellschaft, die ist zwar wahnsinnig stark in diesem ganz Kleinen, aber wenn man mit so großen Donors und so redet, die sagen auch, also die Absorptionsfähigkeit auf lokaler Ebene, dass man wirklich Projekte für 200 Millionen in einer Stadt machen kann und die werden dann auch sauber durchgeführt, die gibt es einfach nicht, weil A ist... ist irgendwie die bürokratische Kompetenz hat einfach nicht da, um solche Summen einzunehmen, und B hat man die Korruption. Also ich glaube, das wird eine riesige Herausforderung, was aber im Moment natürlich ein Luxusproblem ist. Wir haben eine Wortmeldung und dann habe ich keine weiteren Wortmeldungen. Also wenn Sie noch eine Frage haben, dann winken Sie mir bitte zu. Dankeschön. Eine Frage zur Zukunft, zum Teil sehr nahen Zukunft, gesellschaftspolitische Entwicklung. Heute in der Zeitung lese ich, in den wieder befreiten Gebieten herrscht Todesstille. Ich hätte eigentlich erwartet, dass dort Freudenkundgebungen auftreten, dass wir endlich befreit sind von unserer eigenen Armee. Was mich zu der Frage bringt, ob wir nicht ob die Ukraine nicht riskiert, dass nach diesem Krieg es eigentlich zu einer Spaltung kommt. Auf der einen Seite diejenigen, die bei dem Referendum vor der Annexion dieser vier Gebiete, das war unter Zwang, ist überhaupt keine Frage. Aber riskiert man da nicht, dass es Leute gibt, na, warum habt ihr euch nicht gewehrt? Hat auch Zusammenhang mit dem, was vorher gesprochen worden ist, zu Helden. Ich glaube, in der Ukraine gibt es Helden und gibt es Antihelden. Wie würden Sie da sehen, die zukünftige Entwicklung? Wie werden die sich untereinander vertragen? Ich glaube, diese Frage kommt zu früh. Also zum einen kann ich nicht ganz nachvollziehen, dass es Totenstille gibt. Was ich sehe, ist auch sehr, sehr viel Freude. Ich glaube, es gibt von allem etwas. Und zum Zweiten wird sich herausstellen, und ich denke, mit dieser nachdenklichen Note können wir, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann den Abend tatsächlich auch beenden. Alles, was wir jetzt sagen, ist erstmal fakultativ und für die nächsten Wochen gedacht. Und keiner von uns weiß, ob nicht doch noch der Kreml taktische Nuklearwaffen in der Ukraine einsetzt, ob die Russen andere Mittel nutzen, ob der Westen, also immer der Westen ist, die EU, sich so weit zerlegt im Winter aufgrund der Folgen der Sanktionen, dass es in Tschechien, in Ungarn, wo auch immer, in Italien so viel Widerstand gibt, dass das nicht mehr fortgesetzt wird. Die Situation ist so volatil, dass man alle diese Fragen nicht beantworten kann. Was in den besetzten Gebieten passiert, wenn die Ukraine den Krieg gewinnt und sie zurückerobert sind und dann sich die Menschen gegenseitig ins Gesicht schauen und sagen, was hast du getan? An den Moment würde ich erstmal gerne kommen. Ja, nur noch ganz kurz. Also ich glaube, es gibt Helden, es gibt Antihelden und dann gibt es eben auch einfach normale Menschen. Und das ist ja dann nicht immer so einfach, wie man das macht. Und ich glaube, gerade Cherson ist zum Beispiel ein Beispiel, fand ich sehr interessant, dieser Bürgermeister von Cherson, der sich monatelang gehalten hat. Ich habe da mal eine große Recherche darüber gemacht. Er hat sich 4 Monate im Amt gehalten und hat immer gesagt, er hat nicht kollaboriert, er hat nichts gemacht, aber irgendwie hat er es doch geschafft, dass er 4 Monate lang in dieser Position verblieben ist. Und alle anderen Politiker, die für die Ukraine waren, haben immer gesagt, hey, wir wurden verfolgt, wir mussten uns verstecken, und der hat es geschafft. Und am Schluss wurde er dann trotzdem verhaftet und ist seither verschwunden. Und ich glaube, solche Fälle gibt es halt wahrscheinlich zu Tausenden, zu Hunderttausenden, oder? Wo man natürlich im Alltag diese Kompromisse macht. Man hat Familie, man muss überleben. Das ist wahnsinnig schwierig. Also
glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt zu dieser Frage, wie kann man einen realistischen Blick auf die Ukraine behalten, ist einfach, dass man halt irgendwie auch nicht übermenschliche Erwartungen hat an Menschen, sondern dass man halt auch ja, sagen muss, ey, ich meine, wie würden wir uns verhalten? Könnten wir wirklich, wissen auch nicht, ob wir dann alle einfach Helden wären. Also es ist nicht nur einfach. Entschuldigung. Yeah. Ja, ich hätte noch eine Frage, aber wenn Sie das jetzt als Schlusswort behandeln wollen, können wir damit auch schließen. Aber ich hätte noch eine Frage an Sie beide als JournalistInnen von Medien, die ja noch sehr stark als Printmedien auch sich positionieren. Wir sehen wahrscheinlich in diesem Krieg jetzt eine Rolle von sozialen Medien, von sozusagen Schnipseln, die herumflottieren, wie wir das vorher noch nie erlebt haben wahrscheinlich. Und auch historisch wissen wir, dass Kriege immer so Katalysatoren waren für bestimmte technologische und vor allem auch Entwicklung der Massenmedien. Da würde mich einfach interessieren, wie Sie als JournalistInnen auch vielleicht mit Blick auf, wie es in Ihren Redaktionen diskutiert wird, was verändert sich da gerade? Oder verändert sich da gerade was Tiefgreifenderes? Können Sie da schon irgendwie was spüren oder wie sehen Sie das überhaupt auch? Ich finde das eine spannende Frage, weil ich mir diese Frage jeden Tag stelle. Über den Krieg im Jemen oder in Tigray weiß ich nichts, weil die meisten Opfer, die vergewaltigten Frauen in Tigray, kein Smartphone haben. Die Ukraine ist ein gerade digital unglaublich gut vernetztes Land, wahrscheinlich besser vernetzt als Deutschland. Und immer wenn meine ukrainischen Freunde mir ihr Handy zeigen, auf dem sie jede Heiratsurkunde, jedes Taxi, ihre Taxirechnung, jedes Busticket irgendwie innerhalb von 2 Minuten versortiert haben, bin ich mal schwer beeindruckt. Und natürlich kommt aus diesem Land eine solche Flut an Informationen, Teilinformationen, Pseudoinformationen, Propaganda, Emotionen. Und wir sind, ich kann nur für mich sprechen, ich will dich gar nicht vereinnahmen. Ich finde es so schwer wie nie und gleichzeitig so verführerisch wie nie und gleichzeitig so leicht wie nie zu schreiben, weil die Masse der Informationen, die ich habe, sind erstens Regierungsmenschen, zweitens Hunderte von Gesprächspartnern, die mit Begeisterung mit mir sprechen, aus allen Teilen der Zivilgesellschaft. Jeder antwortet mir, ich kann irgendwelchen Soldaten an der Front anschreiben, die auf TikTok ein Video gestellt haben und die antworten mir und dann bin ich mit denen im Kontakt und dann schreibe ich, wie geht's gerade so? Und dann schreibt er, ja, wir haben gerade den und den Angriff zurückgeschlagen. Also es ist surreal, diese Form der Kommunikation. Dann hat also gleichzeitig hat man natürlich auch die klassischen Medien, auf die man sich zurückzieht. Dann sitze ich in der Ukraine in Kiew im Hotel und schaue erstmal eine Stunde völlig geflasht diesen sozusagen Fernsehmarathon, wie das ja da heißt. Also die sozusagen die zusammengeschlossenen Fernsehsender, die nur noch Menschen in Uniform zeigen, die heldenhaft über irgendwelche Hügel stapfen. So, also ich finde es so schwer und so leicht zugleich wie noch nie zu berichten und bin manchmal froh, dass ich über 30 Jahre Erfahrung habe, um jeden Tag aufs Neue zu sortieren, was ich damit mache. Und letzter Satz, die Gefahr, dass man tatsächlich auch natürlich im emotionalen Überschwang, weil die Hunde-Memes, ja, in den ukrainischen Social Media, die ganzen Soldaten, die Hunde im Rucksack tragen und die Propaganda mit den Kindern, die in ihren heimkommenden Soldatenvätern in den Arm fallen, klar lässt die mich nicht kalt. Und dann muss ich immer sortieren morgens, okay, das ist dein Herz, das bist du als Katrin Kahlweit und hier ist dein professionelles Ethos. Und jetzt machen wir mal einen ganz dicken Strich. Und das ist jeden Tag eine schwere Aufgabe. Ich habe mich irgendwie in den letzten Wochen, vor allem finde ich mich immer häufiger auf so prorussischen Blogger-Telegram-Kanälen wieder, was irgendwie eine ganz masochistische Erfahrung ist in vielerlei Hinsicht. Aber was ich schon spannend finde, ist, dass das zumindest in den letzten Wochen ist, dass das also deutlich aufschlussreicher als das, was ich irgendwie im ukrainischen sozialen Medienspace herausfinde. Aber weil die Verzweiflung größer ist. Ja, die Verzweiflung ist größer und der Ärger und die Wut, oder? Und du merkst dann so, das ist einfach so auseinandergebrochen in den letzten Wochen.
Also es ist schon sehr seltsam und ich finde zum Beispiel gerade Telegram war so ein Medium, mit dem habe ich mich wirklich eigentlich, dem habe ich mich eigentlich verweigert, weil ich fand immer so, hey, es reicht mit Twitter und irgendwie Facebook und ich muss nicht auch noch Telegram sein. Und seit dem 24. Februar bin ich einfach immer so punktuell, vertiefe ich mich in Telegram und ich halte es da manchmal auch gar nicht mehr aus. Also ich habe da manchmal so Geschichten, wo ich so 3 Tage lang irgendwie 8 Stunden pro Tag Telegram lese und dann geht es mir irgendwie schlecht nachher und dann muss ich irgendwie 3 Wochen lang das wieder mal ganz weglegen, weil es einfach irre ist, oder? Weil du irgendwie einfach Krieg schaust, 3 Wochen, 3 Tage lang. Mhm. Aber es ist eine totale Informationsüberflutung und natürlich ändert das die Art und Weise, wie wir berichten. Wobei ich finde es ja auch noch faszinierend, dass dann oft auch diese Vielfalt auch nur scheinbar ist. Mhm. Also es ist dann manchmal, merkt man dann einfach, die retweeten ja alle, oder retweeten ist das falsche Wort, aber die verbreiten alle die gleichen Videos letztlich. Und wenn man dann noch schaut, wie viele der Leute, die sich um das Thema kümmern, Russisch können oder Ukrainisch können, das sind nicht so viele. Also das heißt dann nochmal, die haben dann nochmal eingeschränkt irgendwie das, was übersetzt wird auf Englisch. Also von dem, es ist auch ein bisschen eine Scheindiversität, glaube ich, die wir sehen. Und letztlich antworte ich dann wieder so in alter NZZ-Manier, dass halt eben wir machen eine Einordnung, wir machen eine Entschleunigung und das ist auch unsere Aufgabe und das ist auch unsere Verantwortung. Und lustigerweise finde ich dann schon, dass man dann auch merkt, für die Leser ist das, glaube ich, auch ein Bedürfnis, weil man darf ja auch nicht vergessen, es ist 99% unserer Leser, die sind nicht jeden Tag auf Telegram und schauen sich das an, sondern die wollen vielleicht dann einmal pro 3 Tage mal etwas über die Front lesen und man merkt dann auch, dass diese Geschichten, spielt es dann teilweise gar keine Rolle, ob du dann jeden Quadratkilometer, der jetzt die Seite gewechselt hast, noch aktualisierst, weil das interessiert die Leute gar nicht. Die wollen einfach, die lesen dann auch 3 Tage später noch die Geschichte über die Eroberung von Liman oder von Cherson. Also irgendwie, glaube ich, ist vielleicht auch paradoxerweise, ist diese Beschleunigung, schafft dann auch wieder das Bedürfnis nach Entschleunigung. Naja, ist ein bisschen banal, aber ja. Ich glaube das schon. Ja, also dann hätte ich noch eine, ja eher so Kommentar als Frage. Wir haben jetzt, Irina hat das erwähnt, dass so millionenweise jetzt aus der Ukraine raus sind und dann die Frage sich stellt, wann sie zurückkommen, ob das Verlust ist. Wir haben über Infrastruktur gesprochen, aber es gibt auch noch viel mehr Millionen Menschen, die jetzt irgendwie diese Internal Displaced Persons sind, die aus der Erfahrung von anderen Kriegen dann irgendwie in mehr Unsichtbarkeit geraten, von der Seite, sowohl von der Seite, wo sie nicht sichtbar sind im Westen, als auch von der Mehrheitsgesellschaft. Also ich komme aus Georgien und da kann ich jetzt über mehr als 200.000 Leuten in unserem Land sprechen, die erstmal vor 30 Jahren ohne Häuser geblieben sind und immer noch ohne zu Hause sind und eigentlich wird auch von eigener Regierung noch sonst von jemandem anderen irgendwie gesehen und darum gekümmert wird und dann neue Wählen ab 2008, die genauso unsichtbar sind. Ja. Und das wird wahrscheinlich nachdem endlich mal hoffentlich dieser Krieg vorbei ist, wahrscheinlich dekadenlang noch millionenweise Menschen geben, die immer noch leiden. Und das ist auch dann in Kauf zu nehmen, wie das die Gesellschaft dann transformiert und wie die Außenwelt dazu steht. Also da musste mal auch vielleicht irgendetwas endlich mal verändert werden. Dankeschön. Ich glaube, dass Sie sehr recht haben und ich würde gerne noch einen Satz dazu sagen, bevor wir dann tatsächlich wahrscheinlich Dankeschön sagen. Ja. Ich glaube, dass die Ukraine dieses wirklich gequälte Land zurzeit in dieser Hinsicht ein privilegiertes Land sein wird, weil die Konferenzen über den Wiederaufbau und die jetzt schon bereitgestellten Milliarden und auch versprochenen Milliarden, ob wie viel davon ankommt, ist nochmal eine andere Frage, deuten darauf hin, dass der Ehrgeiz westlicher Länder, das in der Ukraine nicht geschehen zu lassen, größer ist als in Georgien oder anderen Ländern, die weder in der Peripherie liegen, in der näheren, noch
geopolitisch so interessant sind, noch für die Zukunft Europas so relevant sind, etc. Also insofern kann man sagen, hat die Ukraine zumindest was das angeht, Glück. Ich nehme noch eine letzte Wortmeldung von Philipp Zeher. Nein, es ist keine Wortmeldung, es ist eigentlich eher ein Abspann. Es kam dann bei der Frage nach dem Western Gaze eben der westliche Blick, aber da könnte man uns jetzt noch einen ganzen Abend unterhalten, wie das in den Redaktionen aussieht, weil ein Korrespondent ist immer ein Mittler, ne? Der bringt ja einerseits das Wissen von außen nach innen, aber er muss natürlich auch mit der Redaktion, mit dem Zuhause korrespondieren, deswegen ist er auch Korrespondent. Aber auf jeden Fall, also so zum Nachdenken, zum Abspann zitiere ich jetzt einfach, ich mache jetzt gar keine Medien-Shade oder irgendwie sowas, das Zitat einer Kollegin, die Chefin des Instituts für Demoskopie Allensbach, Professor Dr. Ekla Renate Köcher. Umfrage über die Ukraine, vor knapp 2 Wochen in der FAZ. Nur ein Zitat zum Nachdenken. Der Frieden in Europa, also vorspannt sie diese Umfrage. Der Frieden in Europa erschien vielen garantiert. Die überwältigende Mehrheit kannte nichts anderes als Frieden. Plötzlich ist Europa, wo immer das sein mag, jedoch beteiligter Zeuge eines Krieges, bei dem es um die Verteidigung von Souveränität und Freiheit geht und wird damit selbst in Entscheidung gezwungen, ob es Frieden um jeden Preis verfolgt oder den Kampf um Freiheit und Souveränität unterstützt. Lass einfach mal so ruhen, ne? Den beteiligten Zeugen und wo Europa ist und was das dann sozusagen also über Österreich, Deutschland, Schweiz etc. besagt, wenn man solche qualifizierten Zitate liest.